In diesem Video haben wir die krassesten Roblox-Minispiele gespielt mit einem sehr, sehr coolen Unterschied. Wir haben einfach mit English oder Spanish gespielt und wer sich dann eben bewegt hat, wenn dieser Text angezeigt wurde, der musste eine Strafe machen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ein paar Strafen wurden sehr, sehr lustig. Und damit sind wir auch schon im ersten Minigame und zwar im Obby-Rennen. Wie ich schon gesagt habe, wenn English oder Spanish gesagt wird, darf man sich eben nicht bewegen. Wir können doppelt springen und deswegen hier die Obby ganz, ganz schnell schaffen. Wenn natürlich am weitesten ist, hat das Ganze dann gewonnen und ja Leute, so funktioniert das ganze Minigame hier. Und ich glaube, gerade bin ich tatsächlich auch der zweite Platz oder so. Also ich bin ziemlich gut dabei gerade. Ich kürze auch ab, überall wo es geht. Wir müssen eben auch auf dem Bildschirm schauen. Da steht zum Beispiel gerade English or Spanish und deswegen müssen wir jetzt hier stehen bleiben. Wenn man geht, wird man kleiner und warte mal, das will ich auf gar keinen Fall. Deswegen bleibe ich stehen und mache weiter, wenn wir los auf dem Bildschirm stehen. Wir sehen auch gerade hier, ich habe einfach 12 Punkte und deswegen, oder 13. Oh nein, ich bin runtergefallen. Und jetzt ist hier English or Spanish. Und wer sich bewegt, der explodiert und das will ich auch nicht. Deswegen mache ich jetzt erst wieder weiter. Es ist auch gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen, ich glaube, Jan hier rechts und zwischen mir. Und Leute, ihr wisst, ich als Obby-Profi, ich muss auf jeden Fall gewinnen. Und deswegen warte ich auch noch ganz kurz. Wenn sich das bewegt, bekommt ein Erdbeben. Warte mal, das will ich sehen. Oha, Leute, seht ihr, ich habe ein Erdbeben bekommen. Oh nein. Ich hoffe, das geht wieder weg, weil wenn nicht, dann werde ich auf jeden Fall verlieren. Und okay, es hat aufgehört. Zum Glück, Leute. Aber ich wurde überholt. Und nein, er ist im Ziel, Leute. Und er wartet sogar auf mich. Ich muss schnell Englisch oder Spanisch kaufen. Das ist gar nicht gut. Für 99 Robux. Er darf auf gar keinen Fall ins Ziel. Wobei ich glaube, er ist schon im Ziel, oder? Nö, noch nicht. Er ist runtergefallen. Okay, sehr gut. Und nein, Leute. So. Warte mal, wer zuerst springt, springt höher. Das ist doch gut, Leute, oder? Das ist doch gar nicht schlecht. Und damit werde ich auch schon gewinnen. Oh, warte mal, Leute, nein. Ich darf auf gar keinen Fall verlieren. Und er kommt vor mir ins Ziel. Wie knapp war das denn? Oh nein. Wir sehen, ich war auf dem zweiten Platz und habe deswegen nur die Hälfte von Nathan Coins bekommen. Trotzdem sehr, sehr coole erste Runde. Willkommen zu Memorize Maze. Oh, wir müssen uns den Weg merken, glaube ich, und dann zum Ziel kommen. Aber Leute, das ist so einfach. Das schaffen wir ganz, ganz easy. Einfach hier bis hierhin springen und dann ging es hier lang und weiter weiß ich gerade gar nicht. Dann einfach hier und es ist English or Spanish. Das heißt, wir bleiben einmal stehen, weil es erst bewegt wird, langsamer und das wollen wir auch nicht werden. Und es geht weiter. Nur ich weiß gerade gar nicht, wo es hier lang geht. Okay, einmal so, so. Das kann ich bemerken. Dann einmal geradeaus. Und jetzt werde ich mal stehen hier. Und dann einmal hier springen. Und Leute, wir haben es fast geschafft. Wer zuerst bewegt wird, kleiner. Ja, okay. Das ist aber egal, Leute. Das ist kein Problem. Denn ich meine, kleiner werden. Warum auch nicht? Jetzt warten wir mal kurz, bis der Weg wieder scheint. Und dann gehen wir ins Ziel als erster, Leute. Let's go. Wir haben gewonnen. Wir sind im Ziel. Und deswegen warten wir mal auf die anderen Leute. Und mal sehen, wer jetzt noch alles ins Ziel kommt. Und ich habe Regenbogenfarben bekommen. Oha, Leute, weil ich mich bewegt habe. Und da, dass ich schon im Ziel bin, ist es auch komplett egal. Denn das interessiert mich überhaupt nicht. Wir sehen jetzt auch hier 75 Coins durchgekommen, weil ich erster Platz war und habe damit schon 400 hier oben rechts. Die orange Spur kostet 1.200 und ich glaube, die kaufen wir uns heute noch. Als nächstes haben wir Lava-Brunnenkristalle. So heißt die Map. Sammel rosa Kristalle. Okay. Und die anderen Spieler müssen wir von der Karte schubsen oder so, glaube ich. Ungefähr so, Leute. Let's go. Das ist so lustig. Man kann einfach hier Kristalle einsammeln. Wer die meisten hat, gewinnt. Und wenn man runterfällt, dann verliert man sie. Und wir müssen einfach hier wegschubsen und selber nicht runterfallen. Aber Leute, das ist so einfach. Ich bin Platz 3 gerade oder so. Und ich glaube, das schaffe ich heute. Und da vorne sehe ich schon einen und den boxe ich einmal ganz klar weg. Oh, oh, der ist nicht runtergefallen. Oh nein. Und es ist English or Spanish und wir dürfen uns nicht bewegen. Und weil sie zuerst bewegt, wird geworfen. Ja, okay, aber das ist egal, Leute. Wir machen einfach weiter und lassen uns davon gar nicht stören. Wir boxen jetzt einmal den hier weg und es hat nicht geklappt. Oh Mann. Ich muss echt ein bisschen besser boxen. Hier zum Beispiel wie diese eine. Die ist fast runtergefallen. Oh, oh, ich bin nach oben geflogen. Aber kein Problem. Ich mache einfach weiter hier. Und ich boxe dich einmal weg und Leute, es hat nicht geklappt. Oh Mann, das war so knapp. Nein, ich bin runtergefallen. Ich hoffe, ich habe meine Kristalle noch. Oh, zum Glück habe ich die noch. Das wäre sonst richtig ärgerlich gewesen, Leute. Das sage ich euch. Und wir haben eine Runde geboxt. Let's go. Und dich auch immer wegboxen. Haben wir es geschafft? Ja, und ich wurde eingefroren. Aber ich meine, das hat sich gelohnt, immerhin eine Runde zu boxen. Und ich da vorne, ich sehe dich. Dich boxe ich weg. Let's go. Wer sich bewegt, bekommt Regenbogenfarben. Aber das ist auch egal, Leute. Denn das stört mich auch nicht im geringsten. Mich stört eher, dass diese Person da vorne noch lebt. Deswegen boxe ich sie einmal weg. Oh, das wurde schon gemacht. Und ich sehe dich und weg mit dir. Oh, fast hätte ich hier eine Runde geschubst. Aber ich habe es nicht ganz geschafft. Ich bin Platz 4 gerade. Warte mal, das geht einmal gar nicht. Ich bin weggeschnetzelt worden. Und ich bin einfach Platz 4. Oha, was soll das denn auf einmal? Ich habe diese Runde gar nicht gut gespielt. Lava Pit Laser ist das nächste Spiel. Und ich weiß gar nicht, was das hier ist. Du hast einen Punkt für jede Sekunde, die man überlebt. Okay, Leute, das ist ja komplett easy. Ich überlebe einfach bis zum Ende und habe dann gewonnen. Und wir dürfen die Laser nicht berühren, so wie es aussieht. Ah, okay, verstehe. Oh, die wurden voll viele weggeschnetzelt. Warte mal. Hier sind noch ein paar andere Laser. Okay, es wird immer schwieriger mit der Zeit, so wie es aussieht. Und jetzt ist English oder Spanish. Wir dürfen uns nicht bewegen. Ich hoffe, es kommt hier kein Laser. Und wir werden kleiner. Ey, das ist doch voll cool, wenn man schneller ist. Ich will sogar kleiner werden. Jetzt kommen ein paar mehr Laser. Aber Leute, kein Ding für den King. Nein, ich wurde weggeschnetzelt. Oh, oh. Zum Glück wird man respawned. Aber das ist echt gar nicht mal so einfach gerade hier. Wer sich bewegt, wird langsamer. Und das will ich nicht werden. Da warte ich lieber kurz. Jetzt sind hier echt viele Laser. Und die dürfen wir auch nicht berühren, Freunde. Wir sind Platz 2 wieder hinter Jan. Und der ist echt ein Profi. Oh, oh. Was ist das hier, Leute? Oh mein Gott. Ich muss so gut springen, um hier nicht die Laser zu berühren. Das war knapp auf jeden Fall. Wer sich zuerst bewegt, wird blind. Okay. Dann bewege ich mich einmal nicht. Und muss wieder über diese richtig schweren Laser springen. Oh, ich wurde weggeschnetzelt.
Und ich wurde nochmal weggeschnetzelt. Was ist das denn, Leute? Ich glaube, jetzt hole ich hier keinen mehr auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und ich habe Englisch oder Spanisch gemacht, aber das war zu spät, weil die Runde eh vorbei ist für mich. Und für alle anderen auch. Und ich wurde auch Platz 3. Oha, Leute, ich bin so schlecht jetzt. Ich komme in der Kampfarena. Oha, die Map sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Töte alle Spieler, ist das Ziel, wer die meisten Kills hat, der gewinnt. Okay, das ist ganz, ganz einfach, Leute. Einfach alle wegschnetzeln, wie zum Beispiel einmal dich hier. Zack, 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 zack. Und dann gewinnen wir auch schon. Würden nicht alle auf mich gehen. Ja, okay, ich glaube, so einfach wird das hier nicht, weil echt sehr viele auf mich gehen. Warte mal. Und zack, zack, den ersten haben wir. Dann einmal die zweite haben wir. Okay, Leute, wir rushen hier durch. Das ist schon mal sehr, sehr krass. Dann ist hier noch einmal eine. Okay, wir haben, ich glaube, ein Kill erst. Ich dachte zwei. Rechts können wir meine Kills sehen. Und ich schaue gerade, wo ist die nächste Person. Wir haben jetzt erstmal geworfen. Ja, okay, das ist auch kein Ding. Einfach hier mal drauf gehen. Und bitte, komm, Leute, ich muss einmal kicken hier. Und, ja, okay, ich gehe einfach auf alle, glaube ich. Aber habe immer noch einen Kill. Wie macht das denn Sinn? Oh, jemand ist eingefroren. Das ist meine Chance, die wegzuschnetzeln. Was ist das denn? Ich habe sie einfach befreit und nicht weggeschnetzelt. Das macht mal gar keinen Sinn. Und ich wurde langsamer. Oh, oh, ich muss ganz schnell auf den gehen, um den nächsten Kill zu bekommen. Bitte wenigstens noch einen Kill. Und ja, let's go, immer nach ein Kill mehr. Drei Kills gerade, das ist schon mal ziemlich gut, glaube ich. Das heißt, hier noch ein Kill. Okay, vier Kills haben wir. Und der fünfte Kill, den haben wir nicht mehr bekommen. Dementsprechend bin ich auch nur auf dem zweiten Platz, was aber gar nicht so schlecht ist, würde ich sagen. Willkommen zu King of the Hill. Wer am meisten auf diesem Hügel ist in der grünen Zone, wird die meisten Punkte bekommen. Einfach hier auf den Berg nach oben und dann versuchen, in dem Hügel drin zu bleiben. Und ich bin der Erste, der oben ist. Das ist schon mal ziemlich gut. Erstmal hier alle runterboxen, einfach ein bisschen springen und damit in der Zone bleiben. Okay, English or Spanish. Kein Ding, man wird keiner. Deswegen kann ich mich hier weiter bewegen innen drin. Und einfach hier dich einmal runterboxen. Zack. Und hat nicht geklappt. Sehr, sehr gut. Oh, ich wurde rausgeboxt, Leute. Das ist gar nicht gut. Da räche ich mich einmal nochmal reinboxen. Und ich bin auf Platz 2 gerade. Okay, okay, okay. Ich glaube, Platz 2. Hier in der Ecke ist man auch, glaube ich, ziemlich safe gerade. Das heißt, ich meine einfach mal in der Ecke bleiben. Ich glaube, das ist der Weg gerade. Und ich bin Platz 1, Leute. Sehr, sehr krass. Und ich bleibe einfach hier in der Ecke. Und dann gewinne ich auch schon. Ich glaube, das ist ehrlich der Weg. Ich spamme auf die ganze Zeit den Schubs-Button und dann gewinne ich damit. Und dann ihn einmal hier rausschubst aus dem Eck. Denn das ist mein Eck, Leute. Let's go. Ich bin wieder im Eck drin. Und naja, ich glaube damit, ich gewinne jetzt ehrlich. Ich habe 63 zu 57. Ich bin unstoppbar. Weißt du, jetzt bewegt wird langsamer. Oh, ich glaube, da bleibe ich lieber mal stehen, sicherheitshalber. Und ich boxe einfach alle weg, die neben mir sind. Aber ja, Leute, ich habe eh schon gewonnen. Das sehe ich ganz klar. Alles in dem Eck. Ich laufe einfach hier ein bisschen rum. Und dann gewinne ich das Ganze. Oh nein, ich wurde rausgeboxt. Ich muss schnell wieder rein. Aber ich habe 10 mehr als der andere nach mir. Deswegen, das gewinne ich. Ich habe die 100 Punkte geknackt. Ich gehe nochmal in mein Eck zurück. Ich boxe sie nochmal und dann haben wir gewonnen, Leute. Ich habe die erste Runde, glaube ich, gewonnen. Sehr, sehr cool. Wir kommen im Lava-Rennen, erreiche die Ziellinie. Oh, ich glaube, das ist ein neues Obby-Battle. Versuche nicht zu fallen. Ja, Leute, ich versuche es auf jeden Fall. Und da geht es auch schon direkt los. Und ich glaube, ich habe einen sehr, sehr guten Start hingelegt schon mal. Einfach nicht reinfallen, nicht die roten Laser berühren. Und wenn ich so weitermache, dann gewinne ich das Ganze. Okay, es wird aber auch schon deutlich schwieriger. Das merkt man. Hinter mir ist gerade keiner. Das ist auch schon mal ziemlich gut. Oh, Leute, gerade falle ich ziemlich oft runter. Aber kein Ding. Einfach hier ein bisschen skippen. Ich renne einfach gar nicht über die Wege drüber. Oh, 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 oh. Okay, ich war fast wieder runtergefallen. Englisch oder Spanisch. Ich mache noch weiter so lange, wie es geht. Und dann, okay, ein Regenbogenangriff. Das ist kein Ding. Wir machen direkt weiter. Oh, was ist hier? Ich habe gerade gar nicht die Laser gesehen wegen dem Regenbogenangriff. Aber, oh nein, eines hinter mir. Das ist gar nicht gut. Obby Push. Ich habe ihn weggeschubst, Leute. Sehr, sehr cool. Und ich wurde weggeschnetzelt. Oh, weiter geht's im Rennen. Ja, okay, fast. Jetzt geht's weiter im Rennen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Nein. Okay, das ist gar nicht gut. Ein Typ ist ganz nah hinter mir oder vor mir sogar mittlerweile. Und ich habe ein Erdbeben. Das ist aber auch kein Ding. Ich mache einfach weiter. Okay, okay, okay. Trotz des Erdbebens. Oh Mann, ey. Das ist gar nicht gut gerade. Oh nein, weiß ich, bin wieder langsamer. Oh ja, gut. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich springe mal direkt hier in die Lava. Vielleicht werde ich dann schneller. Okay, werde ich nicht. Und der erste Platz wurde schon von Lexel belegt oder so. Das heißt, wir machen nur den zweiten. Aber trotzdem haben wir gewonnen. Und ich glaube, ich stehe einfach mal und boxe die Person kurz bevor sie ins Ziel kommt rein. Ja, okay. Oder auch nicht. Und ich bin Zweiter. Let's go. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir uns ein paar Coins kaufen. Damit wir uns eben meinen, ich weiß nicht, orange Spur kaufen können. Deswegen einfach mal 2000 Coins kaufen. Und ich glaube, wir können sogar einen Regenbogen kaufen oder eine VIP-Spur. Aber doch, ich bleibe bei Orange einmal ausrüsten. Und Leute, let's go. Wir haben die orange Spur. Die passt so gut zu meinem Hoodie. Und damit sind wir auch schon in der nächsten Kampfarena. Oha, die sieht schon mal sehr, sehr krass aus, finde ich. Schnetzel alle Spieler weg. Steht da unten wieder. Wer die meisten Clips bekommt, der gewinnt. Das ist ganz klar. Und da unten sieht schon den ersten. Der wird einmal schnell gekillt. Warte mal, oder wirst du gekillt? Ich weiß gar nicht. Hey, das backt voll rum gerade. Und, oh nein, ich habe ein Erdbeben bekommen. Aber trotzdem habe ich einen weggeschnetzelt schon mal. Also trotz des Erdbebens, Leute, ich renne hier wie eine Eins, habe ich das Gefühl, wie ein Profi, Leute, let's go. Und hier unten ist der Nächste, mal sehen, ob er sich traut, gegen mich zu kämpfen. Und nein, ich bekomme noch ein Erdbeben, ich bin aus Versehen gelaufen, aber Leute, ich habe den eingeschlagen, glaube ich, aber ich habe nicht gesehen, wohin gesprungen ist. Da ist einer, Leute, oh nein,
Ich bin eingefroren, das ist nicht gut. Aber sobald er zu mir hinkommt, dann schnetzle ich ihn weg auf jeden Fall. Und zwar, ja, ganz genau so, Leute. Oh nein. Ja, okay, oder auch nicht. So viel dazu schon mal. Und da unten, da sehe ich schon den nächsten. Und der rennt gerade weg, weil er noch ganz wenig Leben hat. Aber nicht mit mir, Leute. Ich werde so auf ihn gehen und ihn wegschnetzeln. Und zwar, zack, zack, zack. Ey, renn doch nicht weg, Mann. Da ist noch einer. Und der ist mein nächstes Ziel. Das heißt, einfach mal. Und ist das Kill für mich? Nö. Ja, okay, Leute, ich habe langsam das Gefühl, das Spiel ist komplett verbuggt irgendwie, weil ich hätte schon 5 Kills oder so, aber irgendwie hat noch keiner gezählt. Checkt auf jeden Fall jetzt das Video auf dem Bildschirm ab, dort habe ich euch die krassesten Brocamp-Secrets gezeigt. Wenn ihr das Video nicht anschaut, dürft ihr euch nicht mehr bewegen.